Dann kommen wir zu meiner Lieblingstomatenkategorie, und zwar die Fleischtomaten. Und da möchte ich gleich mit meiner Nummer 1 anfangen, und zwar die Ananastomate. Also die ist bei sehr vielen beliebt. Das ist halt eine Pflanze, also beziehungsweise eine Sorte, die sehr große Früchte bildet, auch bis zu einem Kilo schwer. Meistens sind an einer Pflanze 3, 4, 5 oder 6 oder auch mehr Früchte an der Pflanze dran, je nachdem welchen Boden sie hat, welche Pflege sie genossen hat. Und natürlich auch, ob sie ein- oder mehrtriebig gezogen wird. Ich ziehe sie halt meistens eintriebig, damit ich halt diese großen Früchte bekommen kann, die halt bis zu einem Kilo schwer sind. What? Und das Interessante halt bei dir ist, bei dieser Sorte ist, dass trotz der Größe die Früchte trotzdem süß sind. Also unglaublich süß, sage ich. Also die meisten Tomaten, die halt richtig groß sind, bis zu einem Kilo schwer, die sind meistens eher fad, vielleicht zum Einkochen geeignet oder auch zum Grillen, was ja halt bei mir weniger der Fall ist. Aber die kann man sehr gut roh verzehren, die Ananastomate, richtig süß, wenn sie vollreif sind. Und man hat wirklich was von hier. Von daher eine richtig gute Tomatensorte. Natürlich, die Pflanze ist jetzt etwas schwächtiger, auch so bis 1,50 bis 1,80 groß, und braucht auch dementsprechend die gute Pflege. Dann kommen wir zum deutschen Äquivalent, und zwar der Golden Germany. Die hat schon sehr viele Ähnlichkeiten zur Ananastomate, hat aber eine andere Form und auch nicht ganz so diese großen Früchte, vielleicht so in dem Dreh 800 bis 900 Gramm, aber trotzdem halt auch geflammt, genauso wie die Ananastomate, und auch sehr ertragreich, also genauso viele Früchte meistens wie die Ananastomate, nur halt von der Größe halt nicht so ungefähr, aber es ist eine deutsche Sorte. Pflanzen sind auch bei mir etwas robuster als die Ananastomate, ein bisschen kräftiger. Ich weiß jetzt nicht, ob das vom Standort abhängt oder nicht, aber es ist jetzt so meine Erfahrung, dass die halt ein bisschen kräftiger sind bei mir dieses Jahr, aber auch trotzdem eine wunderbare und schön süße Sorte, auch wenn sie halt sehr große Früchte bildet, aber trotzdem ein sehr gutes Äquivalent zur Ananastomate. Wenn ihr zum Beispiel keine Samen mehr von der Ananas bekommt, kann euch die Golden Germany auch einen versprochenen guten Ertrag geben, genauso wie die Ananastomate. Jetzt kommen wir zu einer sehr außergewöhnlichen russischen Sorte. Und allgemein, die russischen Sorten sind, finde ich, sehr gute Sorten, weil sie sich halt auch an unser Klima gut angepasst haben. Wenn sie in Russland ziemlich gut wachsen, dann wachsen sie auch für das deutsche Klima recht gut. Und die sind auch sehr schmackhaft. Und ja, man kann jetzt geopolitisch denken, was man möchte von Russland. Auch das ganze Politik und so spielt jetzt hier keine Rolle. Stop it. Get some help. Geht jetzt hier einfach nur um die Tomatensorten, und da sind halt die russischen Sorten auch 1A. Und hier möchte ich die grüne Molodische ansprechen. Das ist eine grüne Tomatensorte, die halt auch grün reift. Also das ist halt dann ein bisschen das Irritierende für auch bei mir, bei sehr vielen Kunden, wenn ich denen halt die grüne Tomate zeige. Weil wenn sie nicht in einem vollreifen Zustand ist, dann ist sie halt so grünlich und man denken viele halt, die wäre unreif. Aber wenn die halt dann weich ist, dann ist sie wirklich ausgesprochen süß. Also das ist unbeschreiblich, sage ich euch. Und das erwartet man eigentlich von so einer Tomate halt nicht, weil da denkt man, die ist ja gar nicht reif. Aber wenn sie dann abreift, dann wird sie auch, und genug Sonne bekommt, dann wird die Frucht so ockergrün, also so goldig, sage ich mal. Und dann merkt man halt, dass es keine so richtige grüne Sorte ist, sondern wenn sie dann schön vollreif ist, dann bildet sie halt so einen goldenen Boden, so einen Streifen, und auch so ganz kleine, feine, rote Fäden. Und dann merkt man, dass sie halt in dem Punkt auch reif ist. Und das merkt man auch, wenn man die andrückt. Hier aber dabei auch zu bemerken ist, wenn man die jetzt im vollentnommenen Gewächshaus anbaut, dass die dann recht dünn ist, eine echt richtig, im Vergleich zu anderen Pflanzen, eine eher schmächtigere Pflanze. Die braucht dann dementsprechend gute Pflege. Deswegen würde ich die jetzt nicht ins Freiland raussetzen, aufgrund auch von der hohen Braunfäule Gefährdung, sag ich mal, im Gewächshaus oder im Tunnel wächst sie richtig gut. Hat so einen mittleren Ertrag, mit dem man auch recht gut zufrieden sein kann. Aber von der Süße her, die Früchte abgeben, sage ich eine 1A Tomatensorte. Die nächste russische Sorte, die ich im Anbau habe, und das ist auch schon seit jedem Jahr sozusagen, ist die Feuerwerktomate. Eine wunderschöne Tomatensorte, das bildet rote Früchte, die halt unten so gesprenkelt gepunktet ist, und das erinnert halt so an diesem Feuerwerk. Und
wenn man die besonders süß haben möchte, die Feuerwerk, dann sollte man die wirklich vollreif an der Pflanze lassen, bis das Fruchtfleisch dunkelrot wird, beziehungsweise die Schale, dann ist sie am süßesten und so. Wenn man sie vorher erntet, wie bei den meisten roten Tomaten, ist halt, hat sie so einen neutralen Geschmack, den man jetzt zum Beispiel fürs Grillen nutzen kann oder zum Einkochen, weil die nicht ganz so viel Wasser zum Beispiel hat. Und auch hier das gleiche wie bei der grünen Molladesche, die Pflanze von Feuerwerktomate, je nachdem in welchem Standort die ist. Manchmal habe ich sie richtig groß, eine schöne kräftige Pflanze, manchmal ist sie halt auch dünn und schmächtig. Muss man halt immer so ein bisschen abwägen, ist auch ein bisschen anfälliger auf Braunfäule, also auch bei ihr würde ich mehr empfehlen, die in einem Gewächshaus oder auch in einem Tunnel anzubauen. Muss halt einfach geschützt ist vom Regen und auch vom Wind, damit die Pflanze sich optimal entwickeln kann. Um die russischen Sorten noch etwas abzurunden, habe ich natürlich die Must-Have von allen, die schwarzen russischen Sorten, wie zum Beispiel die Black Prince oder auch die Black Krim. Die Black Krim dürften sehr viele bekannt sein. Ich glaube, die Black Prince ist auch als Journey Prince bekannt. Die kennen vielleicht einige, die den Selbstversorger Rigotti verfolgen. Da hat die Black Prince halt auch so ähnliche Früchte von der Größe her wie die Journey Prince. Und die sind auch ein bisschen größer als die Black Krim. Also die Black Krim ist meistens so eine etwas kleinere Tomate, etwas größer als eine Salattomate, also eine etwas kleinere Fleischtomate. Und die Black Prince, die hat dann auch schon mal Früchte, die 300-400 Gramm schwer sein können. Und kann ich auch nur jedem empfehlen, die mal auszuprobieren, anzubauen. Ist eine recht robuste Pflanze, sage ich. Bildet sehr schönes Laubwerk, muss man vielleicht mal ein bisschen mehr ausgeizen, weil es halt dann sehr stark auch vom Laub sein kann, damit man ein bisschen Braunfäule auch vermindern kann. Aber so sind auch die schwarzen Tomatensorten im Allgemeinen auch, haben so eine, sind nicht ganz so süß, haben wieder so eine Mischung aus Würze und Süße, wie ich finde, auch wieder so einen einzigartigen Geschmack, den ich kaum beschreiben kann. Auch bei mir jedes Jahr im Sortiment, wie gesagt, russische Sorten. Letztes Jahr auch bei der ganzen Braunfäule-Plage waren es auch eine der Pflanzen, die ziemlich gut mithalten konnten und auch eine sehr schöne Ernte gebracht haben. Dann kommen wir zu einer sehr außergewöhnlichen Tomatensorte. Einerseits auch vom Design bzw. auch von der Farbe her sehr einzigartig und auch vom Namen. Und es geht hier um die Plan 9 from Outer Space. Und die Tomatensorte ist halt auch, geht so in die Richtung gepflammte Tomatensorte. Und da ist es halt bei der manchmal so, dass sie zwei verschiedene Früchte hat. Also manchmal ist das Dominierende das gelbe gepflammte, wie man es halt bei vielen gepflammten Tomaten sieht. Aber manchmal ist dieses Gelbe auch rot und das Rote gelb. Und dann schaut es wieder ganz anders aus, dass es dann überwiegend rot ist und dann auch so gelbe Flammen, so Striche hat, die dann die Flammen so widerspiegelt. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie ich das beschreiben kann, aber eine sehr besondere Sorte, sag ich mal, und sehr einzigartig, ist nicht ganz so süß wie die Ananastomate, aber eine leichte Süße. Ist eine sehr große Fleischtomate und würde ich ja zum Beispiel fürs Einkochen, für Tomatensauce sehr empfehlen, weil die halt auch nicht zu süß ist, sondern eine mildere Süße halt hat, aber auch sehr viel Fruchtfleisch bietet. Und auch eine schön anzusehende Pflanze ist. Da muss man auch sagen, man muss sich ein bisschen auskennen, wie man die pflegt, weil die Pflanze dann doch, wenn man da Pflegefehler macht, sehr schmächtig sein kann, sehr anfällig dann werden kann, muss man ein bisschen aufpassen und auch ein bisschen das Händchen dafür haben, aber sonst, wenn es einem gelingt, beschenkt sie euch mit sehr großen Früchten von 300, 400 bis 500 Gramm und von daher auch sehr zu empfehlen, wenn ihr etwas fortgeschrittener seid und euch an diese Sorte rantraut. Jetzt kommen wir zu einer äußerlich sehr interessanten Tomatensorte und zwar die Chocolate Stripes und wie der Name schon sagt, ist es eine braune Tomate mit grünen Streifen und ich habe die auch schon seit mehreren Jahren im Anbau, ist sehr ertragreich, ist eine kräftige Pflanze, wird meistens so eine, bis zur Saison hin 1,80 bis 2 Meter groß und wie gesagt hat einen guten Ertrag, meistens so Früchte, 3, 4, 5, 6 Früchte, wenn es mal 3 oder 4 sind, dann sind es meistens sehr große Früchte, die kann bis zu Früchte ausbilden von bis zu 400 Gramm, also dann doch sehr große Früchte und kann ich nur jedem empfehlen, wenn man einen bunten Tomatenteller haben möchte oder eine bunten Tomatenschüssel und bei seinen Freunden mal einen Eindruck schinden möchte und die da auch mit dazulegen möchte, weil er jetzt so ausgesprochen interessant ausschaut im Vergleich zu den anderen Tomatensorten, wie zum Beispiel rote oder gelbe oder orangen Tomaten, dass man einfach diese schöne Musterung auch nochmal mit präsentieren kann. Jetzt kommen wir zu einer Sorte, die ich das erste Jahr im Anbau habe, die ich von meinem Bauernfreund bekommen habe, als bei mir die ganzen Tomaten abgefroren sind und was kannst du eigentlich? Er hat dann gesagt, er kann die Sorte empfehlen, ist
hat nach seinen Worten hat einen guten Ertrag und bildet auch einigermaßen große Früchte, so 200 bis 300, 400 Gramm. Also recht solide. Und wie der Name schon auch sagt, sie bildet halt Tomaten, die mehr ins Rosa-Rote gehen. Also, und die sind auch, wenn sie vollreif sind, sehr aromatisch und sehr süß, hätte ich jetzt nicht gedacht. Die Pflanze ist auch sehr groß, also die wächst schon ziemlich gut heran. Meistens so bis 1,80 groß ist sie bei mir geworden. Und bis jetzt bin ich recht zufrieden mit der Sorte, auch wenn ich jetzt nicht weitere Infos zu der sagen kann. Wie gesagt, ich habe sie jetzt das erste Jahr im Anbau. Für mich jetzt irgendwie pflegeleicht, hatte jetzt gar keine Probleme mit ihr. Sehr richtig wuchsfreudig, musste sie einfach nur gießen, mehr nicht. Manchmal die unteren Blätter halt abnehmen, aber sonst auch einen guten Ertrag. Und mit der Tomatensorte kann man einfach mal austesten und ausprobieren und seine eigenen Erfahrungen machen. Da wird man jetzt nicht die falsche Entscheidung damit treffen. Und zu guter Letzt die Riesenfleischtomate, die Postas Colossus, ist eine Tomate, die halt bis zu einem Kilo schwere Früchte hervorbringen kann. Bei mir hatte die Pflanze an einer Rispe gleich zweimal solche Kaliber, also bis zu einem Kilo schwer. Nebeneinander hingen die da. Und das ist halt dann wieder so eine Klasse von Fleischtomaten, die sich halt eher zum Grillen eignen oder zum Einkochen, weil die jetzt wenig Wasser haben, sehr viel Fleisch und halt nicht die ganz so starke Süße haben, wie zum Beispiel die Ananas-Tomate. Ich habe es ja zum Beispiel meinem Bauernfreund gegeben und von ihm habe ich dann die Pflanze auch bekommen. Habe sie am Anfang natürlich selbst angebaut und er vermehrt sie für mich mit weiter. Und so tauschen wir halt dann gegenseitig die aus, die Pflanze. Die habe ich dann auch wieder bekommen, nachdem ich halt bei mir die ganzen Tomaten kaputt gemacht habe. Eigentlich hatte ich die ja nicht auf dem Schirm, weil ich die ja eher weniger mag. Aber ich dachte mir, gut, wenn mir schon so viele Sorten kaputt gegangen sind, dann kann ich die auch wenigstens auch zum Verkauf nutzen, weil die hat weil sie halt schwere Früchte will, damit man auch etwas verdienen kann. Von daher habe ich sie auch wieder dieses Jahr mit drin und für alle, die halt auf große Früchte stehen und die Pflanze bildet halt 3, 4, 5, 6 von solchen, wenn man die jetzt sehr gut pflegt und eintriebig aufzieht, da kann man schon einiges mit ihr reißen, vor allem für die interessant, die zum Beispiel grillen oder auch sehr viel einkochen. Die Lavas Lange Fleischtomate hat eine geflammte Musterung, aber im Vergleich zur Golden Germany oder auch zur Ananastomate ist das Flammenmuster etwas anders, etwas besonderer, ein bisschen so auch gesprenkelt mit Linien zum Beispiel. Und die Tomate, die ist jetzt auch wieder nicht ganz so süß wie die Ananastomate, sondern eine leichte Süße und hat auch etwas festeres Fruchtfleisch nach meinem Empfinden und auch eine dickere Haut. Also mit der kann man wieder was anderes machen als mit der Ananastomate. Also zum Beispiel, wenn man eine etwas dickere Tomatensauce herstellen möchte mit denen, weil die nicht ganz so wässrig ist, kann man die Lavas Lange zum Beispiel sehr gut nutzen. Bildet sehr große Früchte, auch zu Maximalgröße 500 bis 600 Gramm habe ich auch schon geerntet und die ist auch vom Ertrag her recht gut und ich baue die jetzt schon seit 2 Jahren bei mir im Gewächshaus erfolgreich an. Jetzt kommen wir zur letzten Tomatenkategorie und das sind die bekannten Ochsenherzen. Die sind auch sehr beliebt bei sehr vielen Menschen, bei mir natürlich auch. Das sind wunderbare Früchte. Ich habe jetzt hier 4 verschiedene Sorten. Einmal die ganz normale rote Ochsenherz-Sorte, die halt auch die gleiche Süße haben wie die meisten roten Sorten. Hat auch sehr viel Fruchtfleisch, wenig Wasser, muss ich sagen. Also eignet sich auch wieder sehr gut zum Einkochen, wenn man es etwas süßer haben möchte zum Beispiel. Also auch hier die rote Ochsenherz-Tomate. Dann habe ich die von meinem Vater, die erste Tomate, die allererste Tomatensorte, die ich angebaut habe, ist von meinem Vater. Das war eine rosa Ochsenherz-Tomate, die hatte von seinem Arbeitskollegen geschenkt bekommen. Baue ich auch schon seit jeher an. Die habe ich jetzt hier bei meinem Projekt Peace Rosa Herz zum Beispiel genannt, weil ich nicht mehr den genauen Sortennamen weiß, aber es ist halt eine rosa Ochsenherztomate und wenn die richtig schön vollreif ist, also dunkelpink, hat die eine unglaubliche Süße, wohlschmeckend und ich esse die richtig gerne. Bei den Ochsenherztomaten muss man immer ein bisschen achten. Die haben nicht ganz so viele Samen in der Tomate drin. Das heißt, man muss ein paar mehr Früchte, die Samen ernten, damit man halt dann hier gut ans eigene Saatgut bekommt. Wie man jetzt zum Beispiel Saatgut von den Tomaten nimmt, habe ich ein Video oben verlinkt, beziehungsweise habe eins gemacht, werde ich euch oben verlinken. Dann
Kommt von dieser rosa Tomate, habe ich dann weitere Züchtungen rausbekommen, wie zum Beispiel die gleiche Sorte in grün. Die hat sich dann mit der grünen Molladische gekreuzt, also vom Geschmack her wie die grüne Molladische, ist aber ein Ochsenherz. Auch sehr schön, also hat die beiden Eigenschaften von den Pflanzen bekommen. Und dann habe ich die gleiche, die orangene Ochsenherztomate, die hat etwas größere Früchte, machen wir so 500 bis 600, 700 Gramm. Also im Vergleich zu den anderen Ochsenherz, die ich im Anbau habe, recht groß. Und auch hier kann man die wieder super zum Einkochen oder auch zum Grillen nutzen, hat wenig Wasser. Und wenn die halt richtig dunkelorange wird, dann hat sie auch eine schöne leichte Süße. Nicht ganz so süß wie jetzt zum Beispiel die Eva Sweet White oder auch die Ananastomate, aber so eine milde Süße. Mag ja nicht jeder ganz so süß, aber das sind jetzt hier so meine Ochsenherztomaten. Hier auch aufpassen, die Ochsenherztomaten im Allgemeinen sind recht große Pflanzen, auch bei mir schon über 2 Meter hoch. Und da muss man einfach aufpassen, wenn man die ableiten möchte, dass halt die Früchte nicht auf dem Boden liegen. Muss man da ein bisschen abwägen, bei mir wächst die halt schon übers Spanndraht hinaus. Dann schaue ich halt, wo sie genau hinwächst. Und das sind recht große Pflanzen, haben halt meistens recht dünnes Laubwerk, so dieses gefiederte blätterartige Laub, sage ich mal, also ein bisschen feiner, sage ich mal, wie zum Beispiel bei der Blaschtiger. Und man muss da auch bei den Ochsenherz etwas mehr aufpassen mit dem Gießen, die sollte man schon regelmäßig gießen, die haben eine sehr dünne Haut und die neigen auch sehr gern zum Aufplatzen. Und es ist halt so, dass man halt jetzt vor allem in der Trockenzeit, wenn die Pflanzen eine lange Trockenzeit haben und auf einmal sehr viel Wasser bekommen, dann platzen halt die Früchte auf, zum Beispiel beim Kohl, dann platzt der Kohl auf, der Kohlrabi auch, dann haben also so unschöne Risse drin und muss man halt auch schon, vor allem bei den Ochsenherztomaten, dass man eine regelmäßige Wasserversorgung hat, nicht zu viel, damit die nicht zu wässrig werden, aber auch nicht zu wenig, weil dann fangen die halt an, sehr schnell aufzuplatzen und das ist dann auch sehr unschön, weil das dann sehr schnell zum Schimmeln anfangen kann. Bei den Ochsenherztomaten darf die Orange Russian nicht fehlen. Das ist eine wunderbare Ochsenherztomate, hat auch wieder eine geflammte Musterung. Also gelb, orange, rot. Ist unglaublich süß, eine meiner Lieblingstomate, ist auch sehr gut ertragreich und hat auch die ungefähr die gleiche Größe wie zum Beispiel die rosa Ochsenherztomate von mir, also so ungefähr 300, 400 bis 500 Gramm. So in der Richtung und eine meiner Lieblings-Ochsenherztomaten, wie ich finde, einfach ein super Geschmack und kann ich auch nur jedem empfehlen. Das waren meine Tomatensorten in dem Jahr. Ein bisschen weiter runtergegangen als in den letzten Jahren. In einem Jahr hatte ich mal 50 verschiedene Tomatensorten. Dieses Jahr sind es jetzt ungefähr 20. Balkontomaten habe ich dieses Jahr nicht im Anbau oder auch die letzten beiden Jahre, weil ich halt meine Kübel für was anderes nutze. Aber wer jetzt zum Beispiel einen Balkon hat, habe ich auch bei mir in der Saatgutliste einige Busch- bzw. Balkontomaten, die halt nicht ganz so groß werden, die man buschig wachsen lassen kann, die man aber nicht unbedingt austreiben muss, sondern ein bisschen nur das Laub entfernt, damit es durchlüftet wird, aber die auch dann sehr ertragreich werden können. Also für all diejenigen, die jetzt ihre Tomaten nicht irgendwo anbinden können, einen Stab nutzen können oder einfach es einfach haben wollen und einfach einen Topf reinsetzen und die Tomaten ernten, Balkontomaten eignen sich dafür sehr gut, beziehungsweise auch Buschtomaten. So, in diesem Sinne, wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben geben, Kommentar hinterlassen, Kanal kostenlos abonnieren oder dabei auf die Glocke drücken. Alles einfach dafür, dass der Kanal vom Algorithmus weiter erfasst wird, damit es weiter verbreitet wird. Bin auch auf eure Hilfe angewiesen, aber wenn euch der Kanal gefällt, gerne all diese Sachen machen, wenn ihr mich unterstützen wollt, damit mehr Leute auf mich aufmerksam werden. Gerne auch das Video teilen, ist auch sehr gerne erwünscht, damit das Video natürlich weiter verbreitet wird. Und sonst gerne auch an der Saatgutliste vorbeischauen. Da sind auch alle meine Sorten und noch zusätzlich weitere Sorten mit verlinkt. Da könnt ihr euch auch gerne umschauen. Wie gesagt, Melonen, Gurken, Salat, Blütengewächse, alles Mögliche mit dabei. Nice. Könnt ihr gerne vorbeischauen. Braucht aber dafür eine PDF-Reader. Einige Leute haben den zum Beispiel nicht. Das ist mir auch mal vorgekommen. Jedenfalls gerne auch da mich hingehen unterstützen. Biete auch Kurse an, Seminare, Produkte, also eingekochte Sachen für euch im Winter. Also könnt ihr auch einen eigenen Vorrat machen, könnt ihr auch gerne vorbeischauen. Und sonst, wenn ihr mich weiterhin noch zusätzlich unterstützen wollt, damit ich, weil natürlich hinter diesen Videos Arbeit steckt, könnt ihr auch gerne spenden in Form von Patreon, PayPal, Bankverbindungen. Findet ihr alles unten in der Videobeschreibung bzw. auch auf meiner Webseite, wo ich auch noch ein paar andere Partnerprogramme habe mit Affiliate-Links und sowas. Welche Haushaltsgeräte ich zum Beispiel nutze, welche Projekte ich empfehle, findet ihr alles unten in der Videobeschreibung. Und sonst
möchte ich jetzt das Video hier für euch beenden.